Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Darksiders 2 mit mir, Dragonios. Und wir sind das letzte Mal im verlorenen Tempel stehen geblieben und dürfen jetzt hier wahrscheinlich diesen schönen Rundweg gehen. Mal gucken. Gehen wir einfach mal. Sehen wir schon, was uns hier erwartet noch. Ja, hier ist nichts, oder? Oben auch nicht. Okay, der Raum ist nur zur Dekoration da. Auch nicht schlimm. Sehr schön. 30 Sekunden im Spiel und ich bin schon das erste Mal gestorben. So. Das ist weniger schwer. Was haben wir hier? Okay, das sieht schon interessanter aus. Ah, aha. Ja, ja. Hab schon gesehen, was ich machen muss. Wow, das sieht richtig krass aus. Komm ich da hin? Wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle. Ha! I am fucking awesome! Schon wieder ein Heiltrank. Cool. So. Dann hätten wir hier noch eine Truhe. Die nehme ich auch mit. Oh. Das hat nach was Interessantem ausgeschaut. Hier war es nicht dabei. Schade. Ich kann erstmal die ganzen Sterne da wegmachen. Hier, Stufe 8. Besessene Handschuhe. Ist dieses Orange irgendwas Besonderes? Oder ist es dieses... Ah! 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 Geil. Sehr schön. Ich bin Stufe 8, ne? Ich kann die anlegen. Die sind auf jeden Fall schlechter noch als die hier. Aber dafür kann ich sie verbessern. Cool. Okay, zack. Opfern wir mal ganz kurz ein bisschen was. Ich möchte Gesundheit bei Treffer. Bei kritischen Treffer. Leider nur, aber okay. So, verbessern wir weiter. Opfern wir einfach mal schön Gesundheit bei kritischen Treffern. Feuerschaden oder Schockschaden? Feuerschaden ist cooler. So, verbessern. Die blauen Sachen opfere ich jetzt mal nicht. Nur das, was ich hier wirklich nicht brauche. Kritischer Schaden mehr. Oder Verteidigung. Ich mache kritischer Schaden mehr. Und dann kann ich jetzt noch mal diese weißen Talismane erstmal weghauen. Und schaffe ich noch eins. Die Erfahrung lasse ich hier eigentlich mal. Die hier nehme ich weg. Okay. Und ich bekomme mehr Leben. Perfekt. Sehr schön. Und jetzt ist es... Ja gut, er hat hier natürlich mehr Verteidigung, ein bisschen mehr Rückstoßkraft. Aber dafür weniger Schaden. Oh, cool. Okay. Jetzt haben wir wieder so eine Clownwaffe. Die mag ich eh lieber. Definitiv lieber als den Hammer. Der Hammer war mir echt definitiv schöner als der. Okay. Hier kann ich ein bisschen kaputt machen. Kein Problem. Dafür bin ich so. Aha, okay. Kurz mal überlegen. Da muss er drauf wahrscheinlich.
Also kann ich ihn schon mal hochfahren. Aktiviere. So, ganz gemütlich. Jetzt sind wir hier drauf. Danke. Und jetzt muss ich irgendwo den Schalter dafür finden. Okay. Einmal. Zweimal. So, wo geht's weiter? Hier würde ich mal definitiv behaupten. Zack. Zack. Okay, perfekt. War ja gar nicht mal so schwer. Da ist noch einer. Zum Aktivieren. What the fuck? Nur kurz umschauen. Aha, okay. Sprich, ich aktiviere den jetzt. Fahr den erstmal ganz gemütlich dahinter. Genau, damit aktiviere ich meinen Aufzug. Und mal schauen. Ich denke, ich brauche hier zwei. Sonst gäbe es dieses Aufzugssystem nicht. Ich möchte wieder drauf, bitte. Danke. So, beweg dich, mein Freund. So, wir haben... Ja, genau. Wir haben jetzt zwei Löcher. Noch eine? Mal gucken. Was passiert, wenn ich da jetzt nochmal drauf fahre? Da hinten ist nämlich... Ja, die Frage ist, ob das... Ja, okay, gut. Das wird auch aktiviert. Auch wenn ich es nicht ganz verstehe, wie diese Felder durch eine riesige Schlucht aktiviert werden können. Aber gut. Ich will haben. Keine Ahnung wie. Okay. Wir brauchen unseren zweiten Golem nochmal. Da war ich wohl etwas zu vorher. Gut, hier kann man runterklettern. Achso, falls man runterfällt, ne? Nicht. Na, benutze ich meinen Heiltrank. Das sieht irgendwie ziemlich tief aus. Das sieht irgendwie nach etwas aus, was ich nicht ausprobieren möchte. Okay. Unser Kletterfuchs klettert erstmal nach oben. Und... Ja, wir brauchen ihn wieder. Leider. Sie hätten ihn echt schneller machen können oder wenigstens eine Sprintattacke geben können. Aber nein. Wollten sie nicht. Bam, kaputt. Nein. Langsam. Nur langsam, mein Freund. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ah, okay, wartet. Warte. Ich habe eine Idee. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ob das funktioniert, ist fraglich, aber ich werde es ja gleich sehen. So, jetzt kletterst du dahinter. Okay. Seite des Buch des Toten. Ja. Kein Ding. So, jetzt muss ich hier wieder drauf. Hier wieder drauf. Hier wieder
drauf. Und kann hier in Ruhe drüber. Oh ja, war ja einfach. Hat zwar ein bisschen lang gedauert, aber es war einfach. Schöne in Szene gesetzte Cutscene. Das zeigen wollte wahrscheinlich einfach nur den Weg. Das war früher, glaube ich, bei den. War es bei den Prince of Persia Teilen nicht auch so? Dass man immer irgendwo gesehen hat, wo es jetzt weiterging. Also so grob den Weg auf jeden Fall. So. Hier muss ich runter. Ah, okay. Ich hab schon gesehen. Braucht ihr mir nichts mehr sagen. Ja. Perfekt. So, wann kommt jetzt mal wieder hier ein bisschen Action? Ich höre hier irgendwas. Irgendwas ganz Böses. Ich hab Angst. Ja. Da ist das ganz Böse. Na gut, egal, kämpfen wir. Au, dich durch, mein Freund. Zack, zack. Unmöglich. Wow, okay, es geht richtig ab. Oh. Ich kann nicht. Oh, oh. Die machen Schaden. Was machst du, tot? Erstmal den hier auf. Geh mir ein bisschen auf den Sack, wenn der noch steht. Eieiei. Komm her, komm her. Wow. Okay, ich brauch mal einen Heiltrank. Oh! Oh! Alter! Geh mir nicht auf die Eier! So. Nicht genug Zahn. Was passiert mit dem? Das ist gerade zu buff. Auch ein mehr Zorn. Okay. Hat er gerade. Hat er da gerade einen Defense-Buff drauf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt, wie schon am Anfang dieser Folge gesagt, einmal im Kreis gelaufen. So. Das ist kein Problem. Alter, mache ich viel Schaden mit dem Ding. Boah, geil. Mach so viel krassen Schaden. Und es geht einfach so schnell. Okay, auch nichts drin. Schade. Okay. Da geht's auf jeden Fall rüber. Hier geht's da hoch. Ja, wenn man sich mal so ein bisschen dran gewöhnt hat, wie das Spiel tickt, dann ist es auch nicht ganz so schwer, die Wege zu finden. Auch nicht so schwer. Komm. Da schaue ich trotzdem mal rüber. Wow, das war knapp. Ah, ich wusste, dass hier noch was versteckt war. Noch eine Seite vom Buch der Toten. Da
Das ist sehr angenehm. So, danke. So, und jetzt können wir mal schauen, was wir in dieser Folge bis jetzt geschafft haben in den 15 Minuten. Wir haben es geschafft, von hier nach da zu kommen. Stark. Na gut, aber trotzdem, der Tempel hier ist übrigens wunderbar inszeniert gesetzt. Also, oh Gott. Wie gesagt, der Tempel ist wunderbar, ich finde den scheiße. Oh Gott. Wow. Hallo? Können wir bitte wechseln? Uiuiuiui. Das wird ein Problem. Oh. Geht weg von mir. Geht mir nicht auf den Sack. Alter. Boah, das macht die Schaden. Auch an mir, Zorn. Oh, schnell. Weg. Nicht genug Zorn. Ja, ich hab verstanden. Du hast nicht genug Zorn. Oh Gott. Oh Gott! Wieso glänzen die jetzt schon wieder so? Geht weg von mir! Okay, Nummer 1, Physik. Alter! Tot! Hör auf, so rumzuspasten! Wow, geil. Okay, perfekt. Ich kann ihn exekutieren. Wie schön. So, die Kleinen sind jetzt weniger das Problem. Auch ein Meerzahn. So. Alter. Oh Mann. Oh. Mann. Na, die Gegner werden hier schon ein bisschen arg schwerer. Ich freue mich schon, wenn ich dann irgendwann 5 von diesen Viechern wahrscheinlich vor mir habe. Die auch noch 3-mal so stark sind als die. Naja, aber man kann nicht sagen, dass es langweilig wird. Herausforderung ist auf jeden Fall da. Na, jetzt kommt dann dieser Profis, die dann sagen, oh, nö, war ja langweilig, der Kampf. Ich fand ihn gut. Ich mochte ihn. So, da war. Oh, da war ein Heiter. Genau dich habe ich gesucht, mein Freund. Ist uns noch irgendwas übersehen? Oder habe ich jetzt wirklich alles zerstört? Ja, ich habe alles kurz und klein geschlagen. Gut, wenn man sowas kann. Meine Freundin wird mir den Kopf abschlagen, wenn ich daheim alles kurz und klein hauen würde. Naja. Aber wenn man tot ist, hat man halt gewisse Vorzüge. Du siehst aus, als ob du was brauchst. Das sieht irgendwie... Mir ist es nicht ganz behagen. Ohne Witz. Das ist... Sieht so nach Arena aus von Boss und so.
Kreationskoloss. Aber Leute, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich weiß, echt scheiß Lückenfüller, nicht Lückenfüller, sondern Cliffhanger. Das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Aber das wird erst in der nächsten Folge gezeigt. Heute war es erstmal für Let's Play Darksiders 2. In der nächsten Folge werden wir dann diesen Kreationskoloss in Grund und Boden stampfen. Oder ja uns. Ich werde mal sehen. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.